Hallo AC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxers Aussie TV. Heute Willy West Speedtest Volume 1 2022. Ich habe mit am Start den Lukas, der Alex ist mit dabei, der Michael ist mit dabei und der Dennis ist mit dabei. Crew, sagt mal Hallo! Freunde, wir haben wunderbares Wetter und wir sind auf unserem bekannten Speed-Test-Areal und werden heute versuchen, alle möglichen Fahrzeuge zu tracken. Ich habe mitgenommen den AMA Vortex, den AMA Vendetta, den Corrali Skeeter und meine für den Speedrun aufgebaute Corrali Python. Wir haben dann noch einen Infraction mit dabei, wir haben dann auch noch einen Gen X mit dabei, wir werden noch eine Typhon tracken und wir werden auch noch einen Felony tracken. Es wird heute einfach nur Speed getrackt, bis die Heide wackelt. Und Freunde, ich kann euch sagen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und viel Spaß beim Video. So, Freunde, da sind wir auch schon mit dem ersten Fahrzeug. Und Freunde, ich würde sagen, aus dem ganzen Haufen nehmen wir doch jetzt als erstes mal den Corrali Skeeter her. Ich habe mit dem Skeeter im Winter den Speedrun gemacht, der eigentlich total Banane war, weil die Konditionen scheiße waren und es hatte Schnee und es war kalt und es war einfach nicht gut. Heute, Auslauf ohne Ende, Sonnenschein, der Planet sticht. Und wir werden heute jetzt mit einem 4S Lipo anfangen. Wir haben den GPS dabei. Da checken wir auch gleich, ob der auch schon die notwendigen Satelliten hat. Wir haben 12 an der Zahl. Das passt auf jeden Fall. Machen wir mal schon mal auf Start. So, jetzt haben wir beim Skeeter diesen geilen Loggerhalter, den wir da gleich mal verwenden können für die ganze Nummer. Da sitzt er jetzt drin. So, ich werde jetzt die Kamera an den Dennis übergeben und werde dann mal vor an die Straße gehen. Ganz kurz noch zu den Spezifikationen vom Fahrzeug. Alles R2R bis auf das Servo. Servo ist getauscht an der Stelle. Da haben wir ein HV-Servo von Amevi drin. Ansonsten der ganz normale 4S-Regler und 4S-Motor, den ihr Ready-to-Run mitbekommt. Ich habe immer noch das 13er Ritzel drauf. Also dahingehend, was die Leistung anbelangt, alles erstmal noch RTR. So, Akku ist drin. Klipse ran. GPS läuft. Das passt soweit. Gehen wir vor. Skeeter, 4S, ready to run. Erster Lauf. Jetzt aufwärmen. Schau mal kurz hier schnell einen Pass, damit ich auch weiß, dass ich online bin. Okay, App läuft soweit. Wir machen mal kurz einen Zwischenread. Erster Test war mit 43 km/h. Flying, start. Los geht's. Baby, come back. Freunde, stop, read. 68 km/h. 13er Ritzel, 4S, 50C Akku. Mehr haben wir heute nicht. Mehr will er auch nicht. Wir könnten jetzt mal noch einen zweiten Lauf probieren. Schauen wir mal, ob wir die 68 nochmal geknackt kriegen. Stop.
Wir haben wieder Stopp, Read, immer noch 68 km/h. Da holen wir aus dem Skeeter heute nicht mehr raus. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter mit dem Vortex. Wir hatten den Skeeter jetzt mit 68 km/h getrackt. Jetzt kommt sein Gegenspieler, nicht unbedingt identischerweise sein Konkurrent, aber ich habe ihn einfach mal so ausgewählt, 3S-Modell. Ich weiß, das Vortex ist etwas länger übersetzt, das heißt, wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich jenseits der 68 km/h kommen. Wo wir aber schlussendlich landen, das werden wir jetzt gleich tracken. Ich baue jetzt das GPS rein, mache einen Kleber drauf, mache einen Akku rein und dann geht's ab. Wir machen als allererstes einen Speedrun auf 3S. So Freunde, wie gesagt, wir fangen an mit dem 50C 3S Akku. Wir haben bei dem Setup vom Fahrzeug, also auch da ready to run, alles noch beibehalten. Wir haben kein Speedritzel oder ähnliches, sondern ich habe wirklich alles ready to run. Es sind TPU-Teile verbaut, aber die werden ja an der Geschwindigkeit nichts verändern. Und Freunde, wir werden dann nach dem 3S Akku auch noch kurz einen 4S reinmachen und heute mal schauen, was der Vortex auf 4S macht. Vielleicht läuft er, vielleicht geht er auch in Flammen auf. Schauen wir mal. Gut. Armer Vortex, 3S, Gyro läuft. Vielleicht auch noch kurz das GPS prüfen. Das wäre manchmal ganz hilfreich. So, da hören wir ihn wieder. Flying Start. So, Freunde, schauen wir drauf. Stop, Read, 82 km/h, der kleine Scheiße. Sauber. Also, dann können wir doch gerade mal den Akku tauschen. Schauen wir mal, was er auf 4S macht. Freunde, Aufregung Nummer 1. Entweder es macht gleich Fupp Rauch, so wie beim Paul. Also, Armer senden auf 4S. Ha! Er piepst nicht mal mehr. Mensch. Ich einmal Gas geben. Sport. Zu viel. So, dann wissen wir auch, warum du nicht mehr piepst. Also, Armer senden nimmt heute kein 4S. Vortex. Ja, schade. Freunde, dann fällt das aus. Dann brauchen wir dafür den Vortex, wenn wir es nochmal weiterverfolgen. Das heißt, im Vendetta wird es auch nicht laufen. Brauchen wir einen anderen Regler. So Freunde, Micha, sein Armer Typhon 3S, oder? Ja. Alles mal soweit noch ready to run. Wir haben da die alte BLX 100 Combo sogar noch verbaut. Schöne Rarität. Gens Ace Akku mit 50C. Die Abwandlungen am Fahrzeug, die wir haben, sind einmal Proline Dämpfer und wir haben Lewis Rocket Straßenbereifung. 3S Akku habe ich glaube schon erwähnt, da wiederhole ich mich. So. Schauen wir mal gleich, ob das GPS noch an ist. Läuft soweit. Flying Start. So, Micha geht auf Position. Armer Typhon 3S. Was haben wir für ein Motorritzel drauf, Micha? Das stinkt normale Ritzel. Auch das RTR. Ja, ja. Was auch immer das bei Armer nachher ist, aber wahrscheinlich auch irgendwas in Richtung 20er oder so. Ne? Das kann sein. Ist möglich. Hängen wir uns heute nicht dran auf. Schauen wir, was das Ding läuft. Ich bin gespannt. Willy West Speed Test, Special Guest Nummer 1, der Micha mit dem Armer Typhon 3S. Legen wir los.
Armateifen 3S. Wir machen Stop. Read. 75 km/h. Zwar nicht schneller wie sein Vortex-Kollege, aber immerhin ganz ordentlich. Auf 3S können wir mit zufrieden sein. So, Freunde, holen wir den nächsten auf den Tisch. So, mein Mann Alex mit der Sonnenbrille. Komm mal ran an den Tisch. Wir müssen über dein Auto reden. Also, Freunde, erstmal, wir haben hier einen der schönsten Infractions in 1 zu 10er Baugröße, die ich so kenne. Ja? Der Alex hat sich da Arbeit gemacht, und zwar, als er gesehen hat, dass die Arma-Modelle rausgekommen sind, nämlich Infraction und Vendetta in 1 zu 10. Was hat sich der Alex da gedacht? Ich habe mir gedacht, ich baue aus meinem Senden ein Infraction. So, und den haben wir hier stehen. So, Freunde, holen wir den Deckel runter. Da sehen wir ganz viel schöne Arbeit vom Sven Domschke. Grüße gehen raus von mir. Von mir. Und von mir auch natürlich. Von mir natürlich auch, gell, ganz klar. Wollt ihr auch noch einen Sven grüßen? Hey, Grüß an Sven. So, deine Arbeit hier auf dem Tisch von Wirexar CTV. Richtig cool, TPU-Teile. Freunde, brauchen wir nicht drüber reden. Die sind nicht dafür da, um das Auto in unendliche Geschwindigkeitshöhen zu manövrieren, sondern sie sind eigentlich dazu da, um ein bisschen Damage vorne, gerade hier zum Beispiel der Rammer aus TPU, die Karohalter aus TPU und das Mitteldeck finde ich persönlich besonders schön, ja, inklusive der Dämpferkappen. Das Auto sollte sich normal nie so überschlagen, dass wir das Zeug brauchen, aber es sieht halt verdammt sexy aus. Genau. Darum geht's. Und der Alex ist so ein passionierter Schrauber und Bauer. Und deswegen habe ich doch gesagt, Alex, komm doch mal vorbei mit deiner Kiste. Lass uns das Ganze beim Willy West Speed Test doch mal speed tracken. Wie viel Akku hast du mit schon gefahren? Den. Okay, cool. Ganz kurz, ist ja nicht schlimm. Ist also quasi heute die Premiere für dich. Ja, Jungfernfahrt. Sehr schön. Was haben wir für Spezifikationen, um das noch abzuschließen? Hobbywing, 120 Ampere, SCT-Regler, passender Motor dazu, 3200 kV, 20er Ritzel. Cool, cool. Ja, werden wir sehen, was passiert. Und dann noch Rocket, Doppellüfter und dann sehe ich hier vorne noch ein absolut krass, cooles Servo. Dengo Servo, hast du mir vorher erzählt, 40 Kilo Steilkraft, braucht man zwar nie in einem Onroader, aber hey, jenseits der 100 km/h vielleicht dann schon. Ich würde sagen, wir machen das GPS rein und dann gehen wir einen Track. So, Alex ist bereit. Ich bin bereit. Wir gehen auf Flying. Wir gehen auf Start. Willy West Speed Test mit dem selbstgebauten Armor Infection vom Alex. 3200 kV, 3S Akku. Ich bin gespannt. Sieht aus wie die Passion der RC. Vielleicht fährst du aber da, wo die Steine liegen. So, Freunde, ich bin gespannt. Wir gehen auf Stop, Read, 72 km/h. 4 km/h schneller wie das geht. Da muss mehr, da muss mehr. Ja, dann brauchst du einen Highspeed. Was muss da? Da muss eine 1 vorne dran stehen. Ja. Das schaffen wir nachher bestimmt mit Vendetta. So, da sind wir am Wirexar CTV AC-Tisch und wir haben heute den Paul aus Lindau in der Haus. Paul, geht der Faust. Servus. Aber sowas von Digi. Zeig mal dein Auto. Ich habe gerade fälschlicherweise TA03 gesagt. Was ist es denn tatsächlich? Das ist ein TA05 IFS2. Ja, Wahnsinn. Wir fahren auf 5700 kV mit 3S von Kessel, Seitwinder 3. Wir haben ein 27 oder 28 Ritzel verbaut, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ja, let's go, oder? 3S, oder? Ja, 3S.
Also Freunde, dann lassen wir die Kuh mal fliegen. Der heutige einzige 1:10er mit auf Willy West Speed Test. Ich bin gespannt. So Freunde, Paul aus Lindau, TA05, Kessel Combo, alles geil. 3S, ich bin gespannt. GPS machen wir an. Flying, Start. Perfekt. Der raucht. Ich glaube, mein Empfänger hat vorhin was abgekommen, als Reel abgeraucht ist. Shit. So, Freunde, da wird man mal kurz gucken. Da war einmal ein Check bei Vollspeed. Ob die Messdaten was hergeben. Da war mal in dem. Jetzt drehen wir schon. Gib mal Zunder. Stopp. Jetzt komm mal, ja? Der aber auch wieder. Der ist cool, der Kleine. Aber mit dem kannst du halt hier immer wieder mit Fahrrad die Steine. Den kann ich besser auslesen. Das ist aber ein fetter Stein. Da müssen wir vorher kehren. Das habe ich ja. Nein, das muss man nicht. Also gut, Freunde, checken wir mal, was das jetzt doch noch war. Wir gehen auf Stop, Read, immerhin noch 84 km/h, Freunde. Trotz Empfängerprobleme. Paul, stabile Leistung. So, Freunde, Arma Vendetta. Lang hat's gebraucht, aber es ist endlich soweit. Wir haben den ja schon im November ausgepackt. Alles noch RTA, Regler RTA, Auto RTA, Servo RTA, einfach alles RTA. Jetzt brauchen wir noch Akkus. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Wenn wir die noch haben, dann kann es losgehen. GPS ist soweit drin. Wir nehmen ganz Ace Bashing 50C. Das müsste an der Stelle ausreichen, damit wir mit dem heute ein bisschen was erreichen. Was ich gemacht habe, ich habe dann schon auf das mitgelieferte Highspeed-Ritzel umgebaut. Das heißt hier wirklich heute eine reine Speedcar-Messung, die wir machen. So, Akku ist drin. Dann legen wir los. So, Freunde, GPS ist drin. Wir gehen auf Flying. Flying. Start. Arma Vendetta 3S, Willy West Speed Test. Das war der Beste bis jetzt. Der hat am höchsten gedreht. Freunde des Highspeed-Ritzel, ich bin gespannt. Das ist ein Auto. So. Wir gehen auf Stop. Read. 105 km/h, Freunde, wir haben das erste Mal dreistellig heute. Arma Vendetta 3S. So, Freunde, jetzt noch einmal Vendetta, zweiter Lauf. Wir nehmen den Rückenwind mit, wenn wir von dort nach dort fahren. Das heißt, wir probieren jetzt noch einmal die 105 km/h zu knacken. Let's go! AVC ist schon geil, gell?
Jetzt macht er nicht mehr so, dreht er nicht mehr so hoch wie vorher. So, zweiter Lauf. Wir checken das GPS. Wir gehen auf Stop, Read, 109 km/h, Freunde, mit Rückenwind. Arma Vendetta, ready to run, auf 3S. Arma Felony vom Micha. Jetzt wird es, glaube ich, nochmal richtig schnell. Was für ein Ritzel haben wir drauf? Das große, das, was bei Arma mitgeliefert wird. Das mitgelieferte Arma Highspeed-Ritzel, ähnlich wie es bei meinem Vendetta jetzt war. Deswegen sind wir mal gespannt, was der Felony mit dem Highspeed-Ritzel auf wie viel S-Akku? 6S. Freunde, 6S immer noch meine liebste Größe. Schauen wir mal ganz kurz. Und jetzt GPS ist an. Diesmal machen wir auch einen Start. Jawohl. So. Arma Felony von Micha. Willimer Speedtest. 6S. Heute der einzige auf dem Platz. Wir sind gespannt. Mit GoPro und SkyAssi auf dem Dach. Geht aber noch was. Wollte ich gerade sagen, da ist Luft nach oben. Richtig Stoff. Schalte mal ab. Gut, 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 gut. Jetzt von da aus volle. Jetzt durchzieher. Ja, danke. Micha killt sich fast mit seinem Auto. Ich hab's aufgenommen, glaube ich. Freunde, schau mal rein. Was macht der Felony auf 6S? Stop. Read. 131 km/h. Irre. Mit der GoPro da oben. Mit der GoPro oben drauf. Micha ist der Man. Also der Einzige, der das heute noch knacken könnte. Man weiß es nicht genau. Aber ansonsten wäre das auf jeden Fall schon mal unser Tagessieger. Aber Felony 6S. Habt ihr das gerade gehört? Der hat vorher Klebeband genommen und die Kabel festgemacht und sagt jetzt, ach, das passt nicht so perfekt da unten an der kleinen Stelle. Ey. Hier wird man ja nur gemobbt von euch. Hier, das ist alles der Neid. Das ist Neid. Genau. Jetzt laufen wir los. GPS ist an. Paul legt los mit seinem TB0. Nein, das ist immer noch ein TA05. Was machst du? Wieso steht da 03 drauf? Das ist die Karo. Ja, super. Das soll jetzt einer wissen hier. Ja. Bei Willy West Speedtest. Auf jeden Fall. Schauen wir mal, was er macht. Ich bin gespannt. GPS läuft. Auto auf. Du schleifst irgendwo. Ja, mein Dämpfer hinten ist weg. Deswegen hast du mich auch gerade eben gedreht. So, aber jetzt gucken wir trotzdem, was er geschafft hat. Kann auch sein, dass zu viele Handys hier sind oder so. Schau mal. Nee, der Dämpfer ist abgerissen. Nein, der ist nur da raus. Ah, die Dämpferbrücke ist abgerissen. Ja, egal. Was hat er geschafft? So, machen wir mal auf Stop. Machen wir mal auf Read. Gewesen, ne? Ja, ja. 103 km/h. Da war aber noch ordentlich Luft. Da war ordentlich Luft noch. Kannst du dick mehr machen, ja? Doch, ich habe noch eine Dämpferbrücke dabei. Natürlich kann ich noch schnell da los. Abgeschrauber. Halt ich mal falsch anziehen. Ich habe mich so. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Python fertig. Jetzt wird es spannend. Aber jetzt brauche ich auf jeden Fall mein Lüfter.
GPS, please. Python auf 4S. Machen wir heute. Ich habe Highspeed-Ritzel eingebaut, 21er. Wir haben immer noch die Kuron 825er Motorkombo drin, den 6S-Regler mit 185 Ampere. Das heißt, ich hoffe und denke und wünsche mir, dass wir mit der Python heute auf 4S auf jeden Fall mal jenseits der 120 km/h kommen. 6S wären 140 wahrscheinlich sogar noch drin. Aber das testen wir jetzt einfach mal. Die 131 gilt es zu knacken. Ansonsten einfach wieder zurück an die Werkbank. So, GPS. Flying. Start. GPS tracked. Lenkung läuft. So, Freunde, mein Highlight des Tages, meine Coralli Python auf 4S mit einem 21er Ritzel. Let's go! Das sind 84. 94. 84. 90. Dann sage ich noch 86. Okay, bleib bei 90. Aber Stabis. Ja, ich kann mit der AVC gar nicht fahren, wenn ich so schnell fahre. Da fängt da vorne schon. Dann musst du runterstellen. Ja, genau. So. Mal ohne Bandenkuss. So. Mach mal auf Stop. Mach mal auf Read. 90 km/h. Geradeaus. Geradeaus. Nicht die 100 geknackt. Und das mit einem 21er Ritzel. Auch sehr verwunderlich. Ich werde jetzt mal noch gucken, ob ich es irgendwie packe, 2, 3 S-Akkus zusammenzustecken. Schauen wir mal, was der 6F macht, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Deswegen hat man Hackerstreps. Da kann man ordentlich drahtziehen. Was hat man? Ich habe keine Ahnung. Breitmacher-Müsli, muss halt du mal probieren. Da muss ich was tun. So, Freunde. Jetzt lass uns mal kriminell laufen. Ohne Karo. 6S in der Python. Wir haben nicht die passenderen Akkus, die man nehmen müsste. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Deswegen Hackerstrap. Der hat aber nur 4 gezählt. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Das 2 ist. Nein. 2, 3, 4. Jetzt not normal. Als ich es gebaut hatte, war es noch ganz. Warte doch mal, bis er ansetzt. Das hat auch funktioniert, bevor ihr hergefahren bin. Ich habe echt kein Glück gehabt. Also. Ja, das ist ja gestern Abend noch. Warte mal. Scheiße, ja. Aber mein Match ist ja nicht mal genau. Der zählt nicht die Zellen. Der macht einfach als Begrüßung. Ja. Eigentlich zählt er die Zellen schon. Wenn der Blinker hätte, würde er blinken. Ich würde sagen. Wenn der Hupe, würde er hupen. So. Mein Auto wird GPS läuft ja soweit. So, schauen wir mal. Okay, Python ohne Karo, 6S. Ich bin gespannt. Sieht kriminell aus. Aber Freunde, alles für den Modellbau. Los geht's. Okay. Er ist aber 6S. Hundertvierzehn.
entscheiden, echt schlecht einzuschätzen. Albaner. Oh, die nächste ist wär's. Leute, ein Sex-Ass-Buggy, der vom Willy West Speed Test wieder mit nach Hause kommt. Der erste. Okay, schauen wir ein. Sex-Ass, Freunde. Wir machen Stop, wir machen Read. 126 km/h. Freunde, der Pokal geht an Micha heute. Mit seinem Fernoni 131, Willy West Python 6S, Freunde, 126. Ich bin verzückt, absolut mega cool. Ich brauche unbedingt wieder zwei kleine Akkus, habe ich gerade festgestellt. Männers, da wird man nochmal ein Projekt draus machen, gegen Jahresende mit der Python, da habe ich Bock drauf. Ich habe eh Bock auf so ein richtig cooles Highspeed-Fahrzeug, deswegen schauen wir mal, ob wir dann nach der Streckensaison nicht mit der Python einfach einen absolut mega krassen Umbau machen und mal schauen, ob wir mit der Python nicht mal jenseits der 200 km/h kommen. Absolut mega krasse Geschichte. So, der Paul hat mir jetzt gerade noch gesteckt, dass er sein Auto doch nochmal bereit hat. Er hat die Dämpfer repariert. Wir schrauben den jetzt nochmal den GPS rein und schauen, was sein kleiner 1 zu 10er macht. Und dann sind wir für heute mit dem Speedtest auch schon fertig. Das ist aber nicht wichtig, Alter. So, der Kleine ist bereit. Nochmal, mal wieder. Wir checken ihn jetzt nochmal, schauen, ob wir den auf Vollgas kriegen. Ohne, dass der Dämpfer weglässt. Oh, Freunde. Spaß mit RC. Ich kann es euch nur weiterempfehlen. Ja? So, bleibt mal da. Flying. Start. So. Herr Paul, Sie dürfen. Oh. Hier ist irgendwas, was extrem den Funk stört. Irgendwie hängt der hinten schon wieder so durch. Ja, ja, aber das ist, weil die Karo hinten komplett runter. Jetzt war's ja ganz gut. Okay. Ja, noch einmal, oder? Ja. Nochmal einen Pass, Alter. Lass nochmal einen Pass laufen. Jawohl. Ich glaube, ich habe immer noch viel. Freunde, wir haben den ersten Abheber. Und ich habe es auf Kamera. Sehr gut. Geil. Paul? Ja. Düsentrieb. Du kriegst bei mir jetzt den Spitznamen Düsentrieb. Ja, den habe ich in der Firma auch schon. So, da haben wir ihn. Akku ist raus, ist aber noch dran. GPS ist auch dran. Und wir schauen, was er gemacht hat. Wir gehen auf Stop. Wir gehen auf Read. 107 km/h. Oha. Paul. Geht fit. Das ist ein kleines Auto. Läuft doch, oder? Ja, da hat er mich ja leicht reden mit seinem Felony mit 131 km/h Tagesspitze. Der hat den Rekord geknackt. Gucken wir an den Schlingel hier. Vielleicht geht ja noch mehr beim nächsten Mal. Schauen wir mal. Ja, Willy West Speed Test Volume 3. Oder 2? 2, wir sind erst. Ja, 2 sollte aber ein Special werden, deswegen. Mal gucken. So, Freunde, Willy West Speed Test Volume 1 ist vorbei. Wir sind fertig für heute. Wir haben Autos getrackt. Wir haben den Tagessieger, unser Special Guest Michael, der sich kurz vor knapp noch eingeklinkt hat mit seinem Felony 6S 131 km/h. Aber kurz danach Coralli Python mit seinem 21er Motorritzel. Das Ding ist ja nicht für Speedtests gebaut. Aber ich habe gedacht, mal ein größeres Ritzel rein, habe das Diff umgebaut, habe in das Diff ein 500.000er Öl reingepackt und bin jetzt heute mit ihm doch auf 126 km/h gekommen. Absolut coole Geschichte. Der Arma Vendetta 109. Hätte ich so auch nicht erwartet. 109 km/h,
Platz 3 heute auf der Skala. Das heißt, ich bin mega zufrieden. Ich habe heute mit 4 Fahrzeugen auf jeden Fall unter den ersten Platz, unter den ersten 3 Plätzen abgeschnitten. Das heißt, dahingehend alles cool. Ja? Und man muss ja wirklich sagen, der Felony ist ja da wirklich mehr für Speed ausgelegt, wie jetzt die Python. Aber an der Python wird man arbeiten. Das war heute nämlich für mich so ein bisschen der Indikator, lohnt sich's an der Python ein bisschen aufzusatteln als etwas größeres Speed-Projekt im 1:8 Bereich. Und Freunde, ich sag euch, das kann man machen und wir werden es machen. Hier auf dem Kanal. Ich habe nämlich die Onroader Fraktion, da muss man einfach noch mal mehr rein investieren, beziehungsweise da gibt es schon Leute, die Richtung 300 km/h unterwegs sind. Und für mich wäre es mal interessant, in meinem Tun vielleicht mal einen 1,8er Buggy Richtung 200 km/h zu bekommen. Freunde, ich darf mich an der Stelle wieder fürs Zuschauen bedanken. Wir gehen jetzt noch eine Runde zum Bashen. Auch hier kommt noch ein Content, den dürft ihr nicht verpassen, hier auf dem Kanal von Waxers RC TV. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, jetzt wäre die Gelegenheit. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal gerne einen Daumen hoch da. Freunde, ich sag bis zum nächsten Mal und die Crew sagt... Yeah. Bleibt gesund und habt Spaß mit euren Autos.